freue mich ganz besonders, dass ich Frau Niebuhr, erste Beigeordnete des Landrates, in Vertretung von Landrat Eckert begrüßen darf. Ich freue mich, dass ich Oberbürgermeister Kreuch höchst selbst begrüßen darf. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich trotz des Wetters hier aufgemacht haben. Wir sind in diesem Jahr mal wieder an den Neumarkt zurückgekehrt und wollen wiederum rund um den 10. Oktober aufmerksam machen auf Menschen mit seelischen Erkrankungen und haben uns fast so ein bisschen unabgesprochen auf das Thema Spielen eingeschossen. Vor dem Hintergrund, dass Spielen, miteinander spielen, und zwar nicht im Internet, in virtueller Form, offensichtlich sehr viel mit seelischer Gesundheit zu tun hat. Erste Studien belegen sogar, dass man damit einer Demenz vorbeugen kann. Also ermutige ich Sie alle in den nächsten Tagen und Wochen ohne Ende zu spielen. Sie können heute hier einen Anfang machen. Wir haben eine ganze Menge mitgebracht. Aber jetzt übergebe ich erstmal an Frau Niebuhr, die freundlicherweise ein kleines Grußwort mitgebracht hat. Vielen Dank. Schönen Dank. Ich bin gestern ein klein wenig überfallen worden mit diesem Termin. Ich hatte gestern nach meinem Jahresurlaub den ersten Arbeitstag und habe dann heute früh ein kleines Grußwort bekommen. Also, wenn es etwas holpert, bitte ich um Versehen. Sehr geehrte Frau Röttich, als Sprecherin der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kreuch, werte Mitglieder des PSAG und Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises, liebe Gäste, herzlich willkommen zur Eröffnung des Tages der seelischen Gesundheit hier in Gotha, gleich mit einer ganzen Themenwoche. Unter dem Motto "Aktiv gegen seelisches Leid" haben die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft und der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes eine Fülle von Angeboten zusammengetragen und deren Mittelpunkt das psychische Wohlbefinden steht. Diese Angebote stoßen uns förmlich mit der Nase auf ein Thema, dem wir alle viel zu wenig Beachtung schenken. Selbst wenn wir häufig in den Medien und in persönlichen Gesprächen mit Gesundheitsfragen konfrontiert werden, geht es doch in erster Linie um körperliche Beschwerden. Psychisches Wohlergehen wird nur selten zur Sprache gebracht. Und das, obwohl wir es mindestens so wichtig nehmen müssen wie unsere körperliche Verfassung. Seelische Probleme werden, leider, noch immer als Tabuthema angesehen. Diese Entwicklung ist in Teilen auch dem Unverständnis der Gesellschaft geschuldet. Wer betroffen ist, fürchtet nicht selten Stigmatisierung oder Ausgrenzung. Paradoxerweise steigen trotzdem die Zahlen der Betroffenen an. Bundesweit gehen Statistiker allgemein von mehr als 5 Millionen Menschen aus, die zumindest zeitweilig an einer Depression leiden. Auch in unserem Landkreis ist diese Entwicklung spürbar und messbar. Etwa in der Belegung der Tagesklinik für psychisch Kranke des Helios-Klinikums, aber auch in der Nachfrage der ambulanten Angebote. Das alles zeigt, es ist notwendig, über das Thema seelische Gesundheit zu reden. Tun wir es jetzt. Die Vielfalt der Themenwoche lädt dazu ein. Angesichts der Bandbreite der präsentierten Angebote ist für fast alle Interessenten etwas dabei. Ich danke allen Initiatoren und Helfern für ihr Engagement, aber auch allen, die sich wie ein Handarbeitsladen mit einbringen. Ich wünsche der PSAG und dem Sozialpsychiatrischen Dienst eine gut frequentierte Woche und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Dr. Röttich, liebe Frau Niebuhr, herzlichen Dank wiederum für die Einladung und ich muss sagen, ich vermisse Sie im unteren Nachmarkt. Wir bauen noch gar nicht, gell? Und wir hätten uns auch da noch treffen können. Nein, aber hier im Neumarkt, das ist vielleicht sogar noch günstiger. Hier sind noch mehr Menschen unterwegs, die sich treffen und wo man ein Thema noch besser platzieren kann. Wir unterhalten uns jedes Jahr über das Thema seelische Gesundheit und stellen eigentlich fest, dass wir
nicht auf der Stelle treten, das möchte ich sagen, sondern dass wir Menschen Hilfe leisten können, aber dass es leider nicht weniger Menschen werden, die unsere Hilfe benötigen. Und aus diesem Grund ist es schon immer wichtig, über dieses Thema zu sprechen, vielleicht auch ein Thema, was in der Gesellschaft versteckt ist und nicht so präsent ist wie heute auf einer großen Zeitung, wo steht, wenn du zum Hautarzt willst, wirst du jetzt im Internet behandelt. Ja, vielleicht ist das der neue Weg, der wird aber nicht der Lösungsansatz sein, den wir brauchen, um Menschen mit seelischen Problemen zu helfen. Ich finde es schön, dass es so viele Akteure gibt, auch in diesem Jahr wieder, die sich bereit erklären, dieses Thema öffentlich zu machen, dieses Thema in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu stellen. Aus diesem Grunde wünsche ich der Woche einen vollen Erfolg wiederum. Ich wünsche Ihnen gute Veranstaltungen und werden oder bleiben Sie gesund. Dankeschön. Dann Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für Ihre freundliche Begleitung, für Ihr Hiersein und damit sozusagen Feuer frei. Viel Spaß beim Spielen. Heute hier und in all den nächsten Tagen oder ein, zwei Wochen dann auch hier im Landkreis. Einen schönen Tag erstmal. Danke.